Hi Leute, ich bin's wieder, Marv der Zauberer, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich für euch ein kleines Spiel vorbereitet, wo ihr zu Hause selber mitmachen könnt. Und zwar kennt ihr sicherlich das Hüttchenspiel, bei dem man drei Becher hat und unter einem Becher befindet sich eine Kugel. Und das machen wir heute mit diesen drei Karten. Und genau, in unserem Fall ist jetzt die Kugel der schwarze König. Und ihr müsst einfach den schwarzen König verfolgen. Also wo befindet sich jetzt der schwarze König? Ihr tippt wahrscheinlich auf die Mitte und das stimmt sogar, aber der König hat sich schon rumgedreht. Genau, aber wir machen es einfach nochmal. Also wo befindet sich jetzt der König? Falls ihr jetzt oben tippt, das stimmt leider nicht, denn der König befindet sich in der Mitte. Und das müsstet ihr euch immer merken, denn der König befindet sich immer in der Mitte. Genau, aber ich mache es einfach mal so, wir fangen nochmal von vorne an. Und ihr dürft nochmal raten, wo befindet sich jetzt der König? In der Mitte, genau, aber er hat sich rumgedreht. Genau, so wie vorher. Und wir machen jetzt so, ich gebe euch eine kleine Hilfe und drehe das rote Ass rum und die Herz 3 ist in der Mitte. Also welche Karte befindet sich in der Mitte? Nicht die Herz 3, nein, denn es ist der schwarze König. Wie ich vorher gesagt habe, der schwarze König befindet sich immer in der Mitte. Und das könnt ihr euch gut merken, denn der König ist die einzigste Karte mit der blauen Rückseite. Okay, aber also einfach merken, schwarze König hat eine blaue Rückseite. Jetzt mache ich mal eine einfache Frage, und zwar, wo befindet sich nun die Karte mit der einzigst andersfarbigen Rückenfarbe? Und es ist nicht oben, nein, denn auf einmal gibt es zwei blaue Karten und eine rote Karte. Und jetzt machen wir es zum Schluss noch so, ihr dürft zweimal raten. Und zwar ratet einfach mal, wo befindet sich die rote Karte? Unten stimmt nicht, aber ihr dürft nochmal raten und oben kann es ja gar nicht sein, also muss es in der Mitte sein, aber es stimmt auch nicht, denn die rote Karte ist auf einmal komplett verschwunden. Genau, und das war schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Jetzt kommt ihr hier zum letzten Video. Und wenn ihr wollt, könnt ihr abonnieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao.